Jo Leute, heute will ich euch direkt mal mitnehmen, wenn ich den Variomatic-Kasten aufmache, um hier die gerade bestellten und jetzt angekommenen Variomatic-Rollen reinzumachen. Das ist jetzt 5 Gramm von Stage 6, kam sehr schnell bei Scooterdeck bestellt. Und ja, ich will halt einfach mal zeigen, wie schnell man das auswechseln kann. So, das Ganze beginnt damit, dass man hier die Schrauben mit einem 5er Bit rausmacht. Habe ich zum Beispiel hier in dem Kasten. Und das ist eigentlich ganz einfach. Die einzige Problemstelle ist unter dem Kickstarter. Da ist eine Sicherheitsschraube. Die habe ich schon ausgetauscht, auch durch ein 5er Bit. Und also kann man jetzt machen mit einem 27er Torx. Der fehlt bei mir hier, weil der jetzt kaputt gegangen ist bei den ganzen Schrauben. Müsst ihr gucken, wie ihr die aufkriegt. Bei mir ging's. Ja, ich mache jetzt erstmal die Schrauben raus. So, die Schrauben habe ich jetzt draußen. Es sind 6 Stück und die Sicherheitsschraube. Die sitzen einmal hier eine. Dann haben wir da eine. Da eine. Da eine. Da eine. Links eine und dann sind wir hier oben, plus die Sicherheitsschraube hinter dem Kickstarter. So, wenn man den ganzen Kasten jetzt abnimmt, haben wir hier das Kickstarter-Ritzel, was halt den Zahnriemen antreibt, wenn man halt mit dem Fuß starten will. Den legen wir mal kurz weg. So, dann haben wir jetzt hier das Lüfterrad und die Variomatik, hier die Kupplung, hier hinten das Getriebe mit der Übersetzung aufs Hinterrad. So, das ist der Keilriemen. Ja, und jetzt machen wir die Schrauben hier ab. Ich persönlich blockiere mir das Lüfterrad währenddessen mit diesem Blockierwerkzeug 3-in-1 für die Variomatik. Stecke ich hier zwischen und kann dann halt das Drehen blockieren. Dann locker die Schrauben aufmachen. Das sind auch ganz normale 5er Imbus Bits oder wie ich auch immer sie genannt habe. So, wenn man dann diese 3 Schrauben hier raus entfernt hat, kommt einem das Ganze auch schon entgegen, weil da ist eine kleine Feder hinter. Das legt man sich am besten dann einfach so zur Seite, auch in der gleichen Reihenfolge. Hier ist dann eine Scheibe, die darf auch nicht verloren gehen. Die liegt da drauf. So, und jetzt haben wir hier diese Mutter. Ist eine 24er Nuss. Das steht da auch dran, in die Richtung Lock und in die andere Unlock. Und das heißt, es ist ein Rechtsgewinde. Also anders als normalerweise macht man sie jetzt rechts rum auf. Ja, dafür habe ich diese 24er Nuss. Setzt man dann an und macht es auf. Das kann ich aber auch nur mit 2 Händen. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn es offen ist. Zwischendurch das Problem fürs Blockieren hiervon. Ich löse das damit, dass ich halt 2 von diesen Schrauben nehme, in dieses Blockierwerkzeug eine hier rein mache, in das Lüfterrad und die andere halt in den Variomat, also in das Motorgehäuse. Und dann kann sich das Ganze nicht mehr drehen. Wenn ihr dieses Werkzeug nicht habt, dann steckt ihr einen Schraubenschlüssel hier unten zwischen das Zahnrad, damit ihr das blockiert und es sich nicht durchdreht. Ist nicht so gut, wenn ihr viel Kraft aufwendet und das Zahnrad dann beschädigt, aber geht eigentlich. So, ich habe das Ganze jetzt hier blockiert mit den Schrauben und dann auch gelöst. Also hier ist jetzt alles lose, kann man dann ganz leicht mit der Hand rausmachen. Und so, legen wir das wieder beiseite. Die Schraube wieder zurück. Und jetzt ist hier die Mutter lose. Natürlich rechts rum. Bis man sie abziehen kann. Na komm, jetzt. Die legen wir dann auch wieder daneben. Können dann das Lüfterrad abnehmen. So. Das ist hart chrom beschichtet. Kann, wenn es blöd läuft, abplatzen bei starker Abnutzung und da drin alles zermetzeln, aber es sollte eigentlich nicht passieren. Legen wir auch daneben. Hier ist bei einem Mofa-Roller der Distanzring drunter.
Man kann den Keilriemen hier ein bisschen zusammendrücken, damit man den lockerer abkriegt. So, und hier haben wir dann halt schon die Variomatik mit den Gewichten und allem. Können wir abnehmen. Haben wir hier die Variomatik. Da ist eine Hülse drin. Die legen wir uns auch wieder so daneben. Und hier ist halt das Gegenteil dazu. In diesem Bereich bewegt sich halt der Keilriemen. Und hier drin sind dann die Variomatikrollen. So. Diese Rollen waren aus dem Set. Die 6 Gramm Rollen. Und jetzt mache ich die 5 Gramm Rollen rein. So, jetzt habe ich hier die 5 Gramm Rollen drin aus dem Paket hier. Die 6 Gramm sind wieder da drin. Und ja, dann legt man hier den zweiten Teil wieder auf die Rollen. Ach, mit einer Hand ist das immer so eine Sache. Man muss natürlich auch gucken, dass hier die Schoner für die Ecken drauf sitzen. So. Diese kleinen Distanzstücke. Und wenn das Ganze sitzt, kann man das so wieder da drauf stecken. Ja, der Keilriemen mal weg. So. Dann kann man hier die mit der eingekanteten Seite auch wieder hinterher schieben. So, dass das Ganze sitzt. Dann kann man den Keilriemen wieder drauf machen. Wenn er stramm ist, einfach hier wieder zusammendrücken. Dann sollte das Ganze gehen. So. Und dann kann man auch direkt die Lüfterseite, das Lüfterrad auf die andere Seite wieder draufstecken. Mit der Mutter, mit dem Rechtsgewinde. Oder Linksgewinde, ich bin mir nicht sicher, halt das, was nicht normal ist. Die ziehen wir dann wieder fest mit dem Blockierwerkzeug. Das machen wir dann auch wieder da dran. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Eigentlich ist es das gleiche wie beim Auseinanderbauen, nur halt rückwärts. So, das ist wieder fest, sitzt doch alles. Dann können wir hier unser nächstes Teil wieder draufstecken. Gucken, dass hier diese Scheibe auch wieder drauf sitzt am Rand. Und dann kommt das nächste Teil mit der Feder innen drin. Auch wieder da drauf. Und das müssen wir jetzt wieder blockieren und festziehen mit unseren drei Schrauben. Also so, jetzt ist das Ganze wieder fest. Theoretisch kann ich jetzt die Kupplungsfedern wechseln. Ich glaube, das mache ich auch direkt. Und wenn ihr den Distanzring raushaben wolltet, habe ich euch gezeigt, der ist ja hier zwischen gewesen. Die Variomatikrollen austauschen, auch kein Ding. Wir können jetzt theoretisch den Deckel nehmen, einfach wieder draufsetzen, alle 6 Schrauben plus die Sicherheitsschraube festziehen und weiterfahren, abstimmen, gucken, zieht er gut, sind sie zu schwer, sind sie zu leicht. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst auch mal eine Bewertung da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, ich versuche alles zu beantworten. Wir sehen uns.